Bist du bereit? Bereit für deine Transformation? Ein ganz brisantes Thema, denn wir hatten ganz spezielle Energien in der letzten Woche und viele von uns waren da betroffen. Was ist da geschehen? Was ist passiert? Wir sind noch einmal so richtig durchgerüttelt worden. Was es damit auf sich hat, darüber werden wir gleich sprechen. Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wir haben jetzt Standorte bekommen in England, auch in Rom, in Valencia. Und jetzt brauche ich noch einmal eure Hilfe, denn zwei Standorte fehlen noch, wo wir die riesen Segenskugel hinbringen möchten. Salamanca und Limoges. So, bitte schaut, ob ihr dort jemanden kennt, ob ihr dort jemanden habt, der bereit ist, eine riesen Segenskugel zu nehmen, und meldet euch bei mir. Gut, aber jetzt steigen wir gleich ein in unser Thema. Denn mir ist es selbst so passiert, vor ein paar Tagen, ich war so richtig, richtig unrund, habe gespürt, dass auch da Energien da sind, wo ich dachte, die können gar nicht mehr zu mir, weil ich höher schwinge, war aber nicht so. Ich bin noch einmal so richtig durchgeschüttelt und gerüttelt worden. Dann habe ich zu Amira gesagt, du, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe meditiert wie immer, versucht, gut drauf zu sein. Was ist denn da los? Und sie hat gesagt, das geht jetzt ganz, ganz vielen so, denn wir hatten ganz spezielle Energien, ganz spezielle Überschneidungen von Zeit und Dimensionen, auch von den Einwirkungen der Sonne, von den Sonneneruptionen und. Was bedeutet das für uns persönlich und wie ist das genau gewesen? Amira sagt, das ist eine ganz brisante Sache, ist wichtig für unsere Entwicklung, dass wir auch verstehen, was da im Moment abläuft und vielleicht noch einige Male passieren wird. Und da möchte ich aber gleich Amira zu Wort bitten, denn mit meinem Verständnis gebe ich das vielleicht nicht ganz korrekt wieder. Und so haben wir wirklich eine korrekte Aussage. Gut, dann starten wir los, ihr Lieben. Liebe Amira, du weißt, worum es geht. Bitte übernimm und erklär das ganz genau, was passiert ist oder jetzt noch einige Male passieren wird. Meine Lieben, viele von euch sind ja im Aufwachungsprozess. Manche schon weiter, manche sind aufgewacht und andere haben sich auf den Weg gemacht. Und ich habe vor 2 Wochen erklärt, dass wir sagen könnten, jede Bewusstseinsstufe hat eine Bandbreite. Und darum geht es hier im Speziellen. Wenn du aufgestiegen bist, wir reden jetzt nicht vom aufgestiegenen Meister, sondern von dem aufgestiegen, was die Grundvoraussetzung ist, dass du mitgehst in diese neue Zeit, auf die neue Erde, dann schwingst du auf einer speziellen Frequenz. Die geht natürlich nach oben, sodass es den aufgestiegenen Meistern ganz einfach ist, mit dir in Kontakt zu treten. Aber in dieser Ebene, auf dieser Ebene schwingst du auch noch nach unten, wo all jene noch andocken können, die tiefer schwingen als du, wenn es in einer gewissen Bandbreite ist. Wir könnten es da alles auf Naturgesetzen basiert, können wir das so verstehen, wie wenn wir von einer Tonleiter reden und diese Schwingungen wollen wir jetzt Oktaven nennen, eine Oktave nennen, und die hat ja ein gewisses
eine gewisse Frequenzbreite. Und wenn ihr jetzt mit jemandem in Kontakt seid, und da spreche ich jetzt vor allem die spirituellen Menschen an, aber auch alle anderen, die, sagen wir jetzt, für andere arbeiten. Wenn du jetzt ein Naturheilpraktiker bist, ein Heiler, ein Yogalehrer oder irgendjemand, der spirituell mit anderen oder auch auf Körperebene mit anderen Menschen arbeitet, hast du mit Menschen zu tun, die zum Beispiel noch nicht so weit sind wie du, die tiefer schwingen. Wenn die jetzt mit ihren Problemen zu dir kommen, habt ihr diese Berührungspunkte. Wenn du schon weit genug entfernt bist, das heißt schon wirklich eine ganze Oktave höher schwingst als diese Personen, dann hilfst du ihnen und es berührt dich in deinem Energiesystem überhaupt nicht mehr. Wenn sie aber, ich sag mal, kurz vorm Aufstieg sind, wenn sie nur eine Nuance, ein paar Töne tiefer schwingen als du und ein gröberes Problem haben, dann kann es sein, dass du über die Berührungspunkte mit ihnen energetisch in Resonanz gehst. Was auch noch kein Problem ist, da du höher schwingst, kannst du das einfach transformieren. Doch wenn du mit diesen Personen über Timelines, über Zeitlinien in Kontakt bist, das heißt, ihr habt Berührungspunkte aus der Vergangenheit, aus vergangenen Leben, dann kann es sein, dass sich Fäden bilden und diese Fäden sich wie ein Wollknäuel über dich, über deine Töne sozusagen legen. Und wie in der Musik, was passiert dann? Wir haben eine Verstimmung, wenn eine Saite verstimmt wird, wenn eine Klaviertaste verstimmt wird, Disharmonie. Und wir fühlen uns nicht richtig eingeschwungen. Das ganze Musikstück, wenn du einen falschen Ton, eine falsche Saite, eine falsche Taste hast, wird unharmonisch. Und genau das ist, was im Moment passiert. Denn jeder möchte sich entwickeln, jeder möchte auch noch sein Karma auflösen, alle Seelen, die sich auf den Weg gemacht haben, und da ist Bewegung drinnen. Jeder spielt seine Musik, jeder spielt seine Töne und jeder möchte seine Altlasten loswerden. Und wenn ihr ein schlafendes Volk habt, eine schlafende Menschheit habt, wo fast alle schlafen, dann könnt ihr euch vorstellen, die Musik ist sehr leise, zwar unharmonisch, aber sehr leise. Wenn viele ihre Musik spielen, im Prozess sind, dann ist es laut. Und ihr wisst aus der Musik, wenn viele Musikstücke gespielt werden zur gleichen Zeit in anderen Tonlagen, dann kommt Turbulenz raus, es ist unharmonisch. Und das ist genau das, was derzeit passiert. Jede Seele spielt ihre Musik, ihre Töne ab, weil sie sich entwickeln will. Und da kann es eben passieren, dass ihr, obwohl ihr höher schwingt und da gar nicht mehr in Resonanz mit den Themen gehen würdet, dass ihr durch diese Prozesse, die gerade im Laufen sind, involviert werdet. Und wenn diese Zeitlinien euch treffen, das heißt auch Karma von diesen Personen, sich mit euch trifft, auch wenn ihr euer Karma schon aufgearbeitet habt, kann es dennoch passieren, dass da Verknotungen, Verwicklungen passieren. Und das ist jetzt auch bei dir passiert, Lydia, und bei vielen, vielen anderen Lichtarbeitern, auch bei Aufgestiegenen. Auch die sind noch nicht gefeit, da sie noch ein bisschen in der Phase 1 sozusagen, in der Grundschule, die Möglichkeit noch da ist, da in Resonanz zu gehen. Und ich werde jetzt mit euch eine Übung machen, wenn es euch wieder passiert, wenn ihr das Gefühl habt,
es hat ja eigentlich im Prinzip nichts mit euch zu tun. Ihr wurdet da in eine andere Geschichte von jemanden anderen, in Karma von jemanden anderen oder in seine persönliche Geschichte, was er euch erzählt hat, seine Probleme, seine auch negative Energien, auch dämonische Energien können da dann andocken von anderen bei euch, wenn es diese Zeitlinien gibt, die da über euch zugreifen. Ihr müsst verstehen, die dunkle Seite setzt natürlich jetzt alles daran, alles noch zu nutzen, um euch einzufangen, um euch gefangen zu halten. Und da sie an viele von euch nicht mehr rankommen, weil ihr zu hoch schwingt, sie können euch nicht mehr direkt fassen sozusagen, so verwenden sie, sagen wir, dieses Lasso, diese Zeitlinien, dieses Karma von anderen, die noch nicht alles aufgearbeitet haben, stülpen das über euch und versuchen so, euch in diese Dualität der Dunkelheit zu ziehen. Also überall, wo da noch in irgendeiner Form Berührungspunkte sind, versuchen sie da jetzt zuzugreifen. Und daher ist es wichtig, dass ihr diese Übung kennt, wenn es euch passiert, dass ihr da reingezogen wird, emotional. Ihr habt das Gefühl, ihr läuft nicht rund. Ihr habt das Gefühl, Fremdenergie ist bei euch, die aber nichts mit euch zu tun hat. Dann hilft diese Methode. Und das ist vor allem für Menschen, die am großen Werk mithelfen, besonders wichtig. Denn ihr seid jetzt die Lichter, die Spots, auf die geschaut wird, auf die Angriffe gestartet werden. Und mit dieser Übung könnt ihr euch da, wenn es passiert, wieder herauslösen und unbeirrt euren Weg weitergehen. Lydia, hast du das soweit verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Danke, dass du es nochmal gut erklärt hast. Und ich denke auch, die Zuhörer haben das gut verstanden. Und ich denke, wir sind bereit für die Übung, liebe Amira. Das Ganze ist in mehreren Phasen aufgebaut. Manche von euch werden nach der Phase 1 schon spüren, es ist erledigt. Manche bei 2, manche erst in der dritten Phase. Das kommt darauf an, wie heftig diese Verstrickung mit den Zeitlinien ist, wie heftig ihr emotional da drinnen seid und wie klar eure Oktave schon schwingt. Also dann lasst uns beginnen. Fühle in dich hinein. Nimm deinen physischen Körper als Gefäß wahr, in dem sich dein Bewusstsein entfalten will. Verstehe das. Du und dein Körper eine Einheit bilden. Dein Körper ist dein Klavier. Doch ein Klavier oder eine Geige ist wertlos, wenn sie das, wofür sie geschaffen wurde, nicht erfüllt, wenn sie nicht gespielt wird, ein Instrument. Erst durch das Spiel kann sich das Göttliche offenbaren. Die Musik ist das, wofür ein Instrument geschaffen worden ist. Also das Gefäß dient dazu, dass sich das göttliche Bewusstsein in dieser Welt der Materie offenbaren kann. Und so wird alles daran gesetzt, dass diese Offenbarung des Göttlichen in euch Disharmonie hervorbringt, so dass ihr eher Chaos, also diesen in der Dualität, diesen negativen Aspekt, das Satanische offenbart und nicht das Göttliche.
Wir haben schon gesprochen, dass diese Dunkelheit, diese, und ich rede jetzt nicht von der Nacht, die ja ihre Berechtigung hat in der Dualität, solange es Materie gibt, wird es Tag und Nacht geben. Ich rede von der Dunkelheit der Seele, von der, das, was ihr bezeichnet als Sünde, als böse Taten, als negative Gedanken. Von dieser Dunkelheit spreche ich. Wenn es noch Disharmonien gibt, dann hat diese Macht, die er Satan nennt, noch Angriffsfläche. Daher setzen sie alles daran, selbst wenn ihr schon alles transformiert habt, wieder in euer System zu kommen, wieder euer Instrument zu verstimmen. Sei es nun durch Außen, durch Personen, durch Situationen, was auch immer. Und wenn das passiert ist, hilft eben folgende Übung. Fühle nochmals in dich hinein. Dein Körper, dein Instrument hat viele Seiten. Und ich bitte dich nun, wähle aus, ob wir ein Klavier als Symbol nehmen oder lieber eine Geige, ob ihr lieber mit Saiten oder Tasten arbeitet. Bitte nun deine innere Führung, dein höheres Selbst, das Göttliche in dir, dein Instrument anzustimmen. Das heißt, deinen Körper in Schwingung zu bringen, so dass du sehen kannst, welche Seite, welche Taste in dir verstimmt ist. Und hier kann es jetzt passieren, dass ganz unangenehme Gefühle hochkommen, falls du gerade verstimmt bist, dass du Wut spürst, dass du Zorn spürst, dass eine große Traurigkeit da ist. Dann hast du die Verstimmung gefunden. Gib hier jetzt deine Aufmerksamkeit hin und bitte nun um die göttliche Stimmgabel. Die kannst du dir vorstellen wie eine Stimmgabel, die wir kennen von der Musik. Und ich bitte dich nun, nimm dir gedanklich diese Stimmgabel in die Hand und schwinge sie an. Bitte nun die göttliche Stimmgabel, diese Disharmonie in deinen Tönen, in deinen Schwingungen zu harmonisieren. Das kannst du wiederholen, wenn du das Gefühl hast, es ist noch zu wenig. Die Stimmgabel wieder an, schwingen. Vielleicht hast du das Bedürfnis, dass du mit der Stimmgabel dein ganzes Gefäß, dein ganzes Instrument, also den Körper, damit abfährst. Bis du das Gefühl hast, du bist wieder eingeschwungen. In vielen Situationen reicht diese eine einfache Übung schon und du wirst spüren, dass diese fremden Gedanken, diese negativen fremden Gedanken, diese Ängste, was auch immer, abfallen von dir. Doch nun gehen wir für all jene, die noch verstrickt sind, die das Gefühl haben, das hat zu wenig genützt, zu dem nächsten Schritt, Schritt 2.
Die Stimmgabel hat jetzt die Töne einmal eingeschwungen und jetzt schaust du, ob du karmisch mit einer Person in Resonanz gegangen bist, ob diese Zeitlinien sich mit dir verbunden haben. Und hier ist es wichtig zu spüren, ob es eine Linie ist, die reingekommen ist, oder eine klare Struktur von einer geraden Form, die Ecken hat, oder ob es ein Knäuel ist, wie eine Wolle, wie ein Knäuel, das sich um dich legt. In Schritt 2 machen wir alle Linien die fremden Zeitlinien, wo Karma von anderen auf dich zugreift, durch Berührungspunkte. Mit dem Strahl der Zeit verfolgst du nun diese Linie und sagst: Strahl der Zeit, bring mich zu allen Berührungspunkten, wo ich mit dem Karma dieser Person oder Personen Berührungen habe. Und äußere nun deine Absicht. Ich, ewiges und unendliches Bewusstsein, habe die Absicht, mit diesen destruktiven Berührungspunkten nicht mehr in Resonanz zu gehen. Ich habe alles erlöst aus meinen karmischen Verstrickungen. Ich brauche diese Verbindungen nicht mehr. Ich als Schöpfer löse diese Knoten auf. Alle Kreuzungen, alle Berührungspunkte zerfallen zu Staub. Nun solltest du spüren, wie diese Linien in sich zusammenbrechen. Phase 3, du bist richtig verstrickt in einem Wollknäuel. Das ist der schwierigste Punkt zum Auflösen, aber auch das werden wir jetzt gemeinsam machen. Spüre, wie du in die Geschichte der anderen Person, meistens ist es nur eine, wo du dir das eingefangen hast, durch Arbeiten zum Beispiel oder Kontakt mit dieser Person. Wenn es mehrere sind, wird es schwierig, dann kannst du das hintereinander, diese Übung machen. Also pro Person mach bitte diese Übung. Finde in diesem Knäuel den Faden, den Endfaden sozusagen, der in deinem System angedockt hat. Bring diesen Faden außerhalb deines Aurafeldes und dort installierst du eine kleine göttliche Kurbel. Und nun beginnst du, gedanklich das aufzurollen, so wenn du einen Gartenschlauch aufrollst, du kurbelst und das Wollknäuel beginnt sich zu drehen und alles, was du
von dieser Person übernommen hast, wird nun hier aufgewickelt. Und während die Kurbel sich dreht, äußerst du wieder deine Absicht. Ich, ewiges und unendliches Bewusstsein, habe die Absicht, mich aus diesen dunklen Spielen der Dualität vollständig herauszulösen. Alle Energien, alles Karma, alle Pakte, Eide, schwöre Gelübde und sonstige schwarzmagischen Verbindungen, die ich in einem anderen Leben zu dieser Person hatte, insbesondere alle Berührungspunkte, die ich mit dieser Person hatte, ebenso alle Wesenheiten, die aktiviert worden sind und über diese Person nun auf mich zugreifen wollen. Werden nun in dieser Timeline gefangen und fixiert. Inzwischen sollte dieses Knäuel aufgelöst sein, beziehungsweise zumindest von dieser ersten Person aufgelöst sein. Und nun nimmst du diese Kurbel mit der Wolle sozusagen, mit dieser Zeitwolle, und bittest Folgendes. Ich, ewiges und unendliches Bewusstsein, in Verbindung mit meinem höheren Selbst, in Verbindung mit meinen geistigen Helfern und in Verbindung mit dem höheren Selbst der Person, von der ich mir diese Linie eingefangen habe, bitte um Transformation dieser Zeitlinie zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Wenn die Person bereit ist, auch frei von dieser Energie zu werden, so soll sich dieses Gebilde nun vollständig erlösen und auflösen. Wenn die Seele der Person, von der ich mir das eingefangen habe, nicht bereit ist, von ihrem Weg abzulassen, dann geht diese Timeline zurück in diese Zeit und in diese Dimension, die von dieser Person erschaffen worden ist. Ich bin vollständig frei. Ich gestatte dieser Energie, nie wieder in mein System zu kommen. Ich bin vollkommen frei. Ich bin Schöpfer meines Lebens. Wenn du das Gefühl hast, dass jetzt noch mehrere Linien sich um dich gewickelt haben, so kannst du das auch mit den weiteren Personen genau mit dieser Methode machen. Wenn du dann vollständig heraus bist, wirst du das Gefühl haben, dein Gefäß, dein Körper beginnt zu leuchten und zu strahlen. Und dann weißt du, dass du wirklich alles erledigt hast. Das mit den Wollknäueln ist wirklich nicht bei sehr vielen notwendig, aber die ersten zwei Übungen, das wird für viele von euch in nächster Zeit vielleicht immer wieder sein, dass ihr das brauchen könnt. Und wenn ihr
wenn ihr euch das vielleicht aufschreibt oder notiert, dann seid ihr da innerhalb von einer Minute wieder heraus aus den negativen Gedanken, aus den negativen Gefühlen, dass ihr euch schlecht fühlt, dass es euch nicht gut geht. Wenn das die Ursache war natürlich und ihr schon alles andere erlöst habt. Das heute war wirklich für die Aufgewachten, aber es kann sein, wenn du aufgestiegen bist und ganz kurz davor bist, dann kann es dich natürlich auch schon treffen. Ich denke, diese Übung ist für fast alle, die da diesen Kanal hören, von Bedeutung. Wenn noch nicht jetzt, dann sehr, sehr bald. Also bitte merkt euch das. Ein wichtiges Video für die nächsten Wochen und Monate, denn ihr habt jetzt ein sehr wichtiges Instrument in der Hand, das euch da ganz schnell wieder rausholen kann. Dann, ihr Lieben, ich liebe euch, ich segne euch. Eure Amira. Danke, liebe Amira. Das war ganz toll. Und jetzt zum Abschluss habe ich eine Botschaft für euch. Nächste Woche, Mittwoch, also genau in einer Woche, werden wir eine gemeinsame Meditation machen. Ihr habt den Anstoß gegeben, lasst uns doch eine gemeinsame Meditation machen, um diese ganzen Katastrophen, Vulkanausbrüche etc. zu verhindern. Und genau dazu werden wir nächsten Mittwoch um 19 Uhr eine Meditation machen. Gewohnt um 8 wird die Meditation freigeschaltet. Wir drehen jetzt im Anschluss gleich diese Meditation und die werden wir dann am Mittwoch, den 7. August um 19 Uhr gemeinsam machen. Das heißt, jeder geht dann auf das Video, lasst es abspielen. Wir machen dann die gleiche Meditation zur gleichen Zeit. 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Gut, das war's für heute, ihr Lieben. Alles Liebe und seid glücklich!